Der Arbeitsplatz ist einer der wichtigsten Komponenten für gute Noten. Weil letztendlich muss man sich für gute Noten ja gut konzentrieren können, damit man gut lernen kann. Und das geht halt vor allem an einem sauberen, aufgeräumten, guten Schreibtisch. Aber wie definiert man eigentlich einen solchen guten Schreibtisch? Darüber reden wir heute. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren für mehr Videos dieser Art. Ich lade jeden Sonntag hier ein neues Video hoch zum Thema Lernen, Schule, Organisation und so weiter. Alles rund um diese Themen und freue mich mega, dass du hier bist. Erstmal weiß ich, dass nicht jede Person einen Schreibtisch haben kann. Es ist total wichtig, einen abgegrenzten Arbeitsplatz zu haben, weil dein Gehirn die Plätze mit bestimmten Aufgaben assoziiert. Beispielsweise ist bei mir mein Bett einfach schlafen. Wenn ich mich ins Bett lege, dann weiß mein Kopf, mein Gehirn weiß, okay, es ist Schlafenszeit, ich werde jetzt mal müde, um es einfach zu erklären. Aber wenn ich mich jetzt an meinen Schreibtisch setze, habe ich gleich schon dieses productive Feeling und bin gleich schon wieder in diesem Arbeitsmodus drin. Und deswegen ist es total wichtig, einen dedizierten Arbeitsplatz zu haben. Es muss auch nicht der Schreibtisch sein, es kann ja auch zum Beispiel einfach der Esstisch sein, falls du keinen eigenen Schreibtisch hast. Aber der erste Punkt ist, dass es mega wichtig ist, einen dedizierten Platz zu haben, also einen bestimmten Platz zu haben, wo du einfach immer lernst, weil du dir einfach merkst, das ist jetzt der Platz, wo ich mich konzentrieren muss. Und weil du auch noch, um noch die andere Komponente mit reinzubringen, deine ganzen Materialien dort lagern kannst und immer alles direkt griffbereit hast. Welche Materialien brauchen wir dann aber jetzt? Alle wichtigen Sachen, die du zum Lernen brauchst, sei es eben dein iPad, sei es ein Block, sei es Textmarker, sei es Bleistifte, bla bla bla, aber nicht zu viel. Ich weiß, gerade in dem ganzen Style-Universum auf Social Media, werden wir dazu gerne verleitet mal, dass wir denken, wir bräuchten 100 Highlighter, Pastel-Highlighter in jeder Farbe, was aber nicht so ist. Also ihr könnt einfach auch einen haben, einen Bleistift, einen Kuli. Das reicht. Aber das Wichtige ist, dass du nicht die Sachen erst holen musst, wenn du schon im Flow drin bist, weil dann bist du eben schon im Flow drin und den möchtest du nicht unterbrechen. Dann brauchen wir gutes Licht. Nicht so eins wie das, was ich gerade habe. Ich habe gerade hier meine zwei Softboxen, meine zwei Studioleuchten, die mega grell in mein Gesicht leuchten, weil ich ja gerade das Video hier filme. Zum Lernen würde ich eher tagsüber lernen oder zumindest morgens lernen und dann anderes Licht machen, was nicht so grell und penetrant auf mich einwirkt. Das Beste ist immer natürliches Licht, also einfach am Fenster. Ich habe zum Beispiel hier eine riesen Fensterfront in meinem Zimmer. Das heißt, dass mir das Licht direkt hier reinscheint. Besser wäre es noch, wenn mein Schreibtisch so stehen würde, dass ich quasi direkt das Licht in mein Gesicht bekomme und auf mein Blatt bekomme. Aber so ist es auch okay. By the way, ich sitze gerade mein Schreibtisch jetzt gerade an meinem Schreibtisch dran. Habe am besten immer Wasser dabei und auch Kaugummis. Ich glaube, wir alle kennen mittlerweile den Fakt, dass wir uns mit Kaugummis besser konzentrieren können. Wasser ist generell immer wichtig. Ich glaube, da gibt es nicht so viel zu erklären. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr eher eine Person seid, die während des Lernens Heißgetränke trinkt. Also zum Beispiel Kaffee oder Wasser. Wasser, was laber ich? Kaffee oder Tee. Oder lieber Kaltgetränke, sei es jetzt irgendwie Wasser oder Energy Drinks, Säfte. Ich bin eine absolute Wasserperson, ich trinke nur Wasser. Wirklich, ich trinke eigentlich wirklich nur Wasser. Healthy Girl Lifestyle. Mach es dir schwer, abgelenkt zu werden. Bei mir ist es gerade relativ einfach, abgelenkt zu werden, wenn zum Beispiel mein Handy hier liegt, ich mein, an meinem Laptop sitze, wo ich gerade meine Liste ablese mit den ganzen Punkten, die ich mir vorher überlegt habe. Und das ist blöd beim Lernen, weil man dadurch leicht abgelenkt wird. Und das wollen wir nicht. Deswegen mache ich es beim Lernen immer so, dass ich mein Handy einfach auf Flugmodus stelle, es ausmache, weglege. Und falls ihr es aber braucht irgendwie, dann macht es zumindest auch in den Nicht-Stören-Modus oder legt es dann zumindest auf diese Seite hier, wenn ihr gerade nicht daran arbeitet, dass ihr nicht die Benachrichtigung mal mitbekommt. Weil klar, wenn man so weiß, mir hat jetzt jemand geschrieben, möchte man immer wissen, was ist das jetzt, worum geht es jetzt und so. Das verstehe ich natürlich und deswegen muss man das Ganze einfach ganz wegmachen. Gebt sonst eurer Mutter, gebt es euren Freunden, wenn ihr euch sonst nicht selbst regulieren könnt. Hi Jenny, also ich habe by the way schon nachgefragt. Ich habe noch keine Rückmeldung bekommen. Was ich vom Schreibtisch auch habe, sind motivierende Sprüche und Bilder. Ich liebe es einfach, mich selbst zu motivieren. Es ist ein bisschen Ästhetik, klar, aber es ist auch wirklich der motivierende Aspekt, finde ich. Beispielsweise, Leute, guck mal. Ich habe hier meinen Bilderrahmen mit Studying sucks less than failing. Also Lernen ist weniger schlimm als Durchfallen. Und das finde ich ist wahr und das motiviert mich, wenn ich darauf gucke und mir denke so, ja, ich könnte auch nicht lernen, aber dann würde ich durchfallen oder nicht gut performen und das würde mich noch mehr ärgern, als jetzt zu lernen. Mega. Ich habe auch noch ein kleines Bild von einem Frosch gegenüberhängen, gegenüber meinem Schreibtisch, wo ich raufgucken kann. Vielleicht wisst ihr auch warum. Wenn ihr ein regelmäßiger Zuschauer von mir seid, wisst ihr das vielleicht. Ich habe einen Frosch da hängen, wegen der Eat the Frog Methode. Isst den Frosch heißt das. Da geht es darum, dass man als erstes am Tag seinen Frosch isst und die größte, blödeste Aufgabe des Tages macht. Weil sonst schieben wir sie den ganzen Tag über auf und haben sich schlechte Gewissen und prokrastinieren und schieben andere Dinge auf.
den Frosch zuerst essen ist immer das Beste. Und das Wichtigste eigentlich ist auch, einen aufgeräumten Platz zu haben. Weil klar, wir können so tolle Bilder haben, so tolle motivierende Sprüche, wir können so viel Wasser hier stehen haben. Was bringt es uns, wenn es unaufgeräumt ist und wir nicht mal unsere Materialien irgendwie sichten können? Deswegen räumt euren Platz regelmäßig auf. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass wir uns hier bald mal wiedersehen. Vergesst nicht, eure Meinung in die Kommentare zu schreiben, den Kanal zu abonnieren und dann hoffentlich bis bald mal wieder. Tschüss!